Ich bin bürgerlich als Ninkemawentwe Ezekiel geboren und lasse mich als Ezekiel die Rampensau nennen. Ich habe mit meinem Song Die Rampensau singt eine Welt beim von Engagement global organisierten Wettbewerb Song Contest den Afrika-Sonderpreis gewonnen. Als ich gehört habe, dass Eze den Sonderpreis für Afrika in dem Song Contest gewonnen hat, habe ich mich riesig gefreut. Der Gewinn beim Song Contest ist für mich das alles, was man tun kann oder sich träumen zu können, dann muss man einfach anfangen. Ich habe gesagt, das war wirklich die Gelegenheit für mich auch und ich sollte das nicht verpassen. Heute handelt es sich um ein Benefizkonzert, um Projekte in Burkina Faso zu unterstützen, nämlich in Bobo-Dioulasso. Sie bauen Brunnen oder unterstützen den Bau von Krankenstationen oder Schulen. Und ich fand das sehr, sehr gut. Und ich habe gesagt, ich kann auch mit meiner Musik dazu beitragen, dass diese tollen Projekte in Burkina Faso weitergehen können. Die Mitarbeit mit den bayerischen Musikern wird eine gemischte Suppe zwischen afrikanischer Musik und bayerischer Musik. Und das wird einfach eine Musik ohne Farbe. Die Musik vom Eze gefällt mir sehr gut, weil er zum einen sogar deutsche Schlager macht, zum anderen natürlich seinen eigenen Stil hat, mit dermaßen Energie. Er nimmt das ganze Publikum mit und es macht richtig Spaß. A single hand won't never ever claim a tree. A single hand won't never ever claim a tree. A single hand won't never ever claim a tree. Als ich die CD von der einen Welt in der Hand gehalten habe, war ich total zufrieden und glücklich, weil ich wusste, dass die Welt, dass Menschen auch meine kleine burkinische Stimme hören werden. Und ich war total zufrieden und glücklich. Die Einnahmen vom heutigen Benefizabend kommen zu 100% Hilfsprojekten in Burkina Faso zugute. Mit den heutigen Einnahmen werden wir Mädchen, Jugend das Lächeln schenken. Danke! Einen schönen Abend! Wir sind einfach total zufrieden von diesem Abend, auch auf der Bühne. Es war eine positive Energie. Alle, die da waren, haben sehr gut reagiert und wir haben tolle Momente zusammen verbracht. Ich kann einfach sagen, das war total geil. Ja. Ja. Wenn ich die Macht oder die Fähigkeit hätte, in der Zukunft was zu machen, dass wir gemeinsam, trotz unserer Unterschiede, uns die Hände geben, um diese Welt besser zu machen, gemeinsam leben.